Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Planet Nomads. Hier sind wir wieder. Da steht unser Vehicle, unser Auto. Und ja, wir wollen mal irgendwas machen, aber was, ne? Das ist eine gute Frage, ne? Also wir könnten definitiv hier erstmal wieder so ein Beacon aufstellen. Der andere ist ja nicht mehr zu sehen und dann haben wir vielleicht mal irgendwann so eine Verbindung dahin. Aber auf 8 liegt der. Und wir brauchen den Motor auf 6 dazu. Und dann brauchen wir noch eine Anbindung. Und zwar dahin. Und dann leuchtet der schon, ne? Schön ab in den Himmel. Alles gut. Das war's. Ja. Ja, wir haben noch mehr Blöcke, ne? Wir könnten natürlich immer gerade hier so ein bisschen was vielleicht bauen oder so. Dann müssen wir mal gucken. Ja, da, wo der steht, ist der Rasen rasiert worden. Das war dieser Antrieb. Hier, da sind Scheiben. Okay, das war Antriebsteil, beziehungsweise Achsteil. Das war das, und das ist... Ah, das war hier so ein Lichtgerät oder sowas. Und da haben wir einen Würfel. Einen größeren Würfel, ne? Der sitzt jetzt da komisch drauf, ne? Genau. Ich wollte ihn aber richtig da drauf haben, so. Ah, jetzt passt's so, ne? Und dann möchte ich gerne nochmal das Licht haben. Das habe ich auf 7. Damit wir hier so einen Punkt haben zum Leuchten, ne? Ja. Der Stein ist dafür zu klein eigentlich, aber ist jetzt auch egal. Machen wir erstmal so, ne? Und dann geht's nicht, den vierten dahin zu bauen, oder? Auch schön, ne? So, machen wir die 7 dann. Leuchtet auch in die Richtung. Das wäre Licht. Ja. Dann gucken wir mal eine neue Basis bauen. Was haben wir denn für Möglichkeiten hier? Das ist eine Rampe. Raised Floor. Okay, der ist ja vielleicht auch ganz nett. Der Raised Floor, den nehmen wir mal hier hin. Und das war ein Cockpit. Full Block 3x3 und das sind Base Foundation. Okay, dann nehmen wir die auch mal dazu. Hier haben wir noch Outer Wall. Machen wir da hin. Windowed Outer Wall. Machen wir da hin. Und Outward Wall Corner. Die machen wir dann dahin. Short Outer Wall. Inward Wall Corner. Nehmen wir auch mit, machen wir mal dahin. Inner Outer Cross Wall. Interior Door, Inner Wall. Okay. Nehmen wir auch mit. Die Tür auch mit. Short Inner Wall. Short Railing. Ne, die will ich jetzt mal gerade nicht. Outer Door. Hab ich die schon? Glaub nicht, oder? Outer Door haben wir noch nicht. Dann kommt die da. Gut, dann gucken wir mal, dass wir da was von gebaut kriegen. Was ist denn jetzt die 3? Okay, die 3 ist sowas. Sieht ja auch schick aus, ne? Baut sich aber nicht irgendwie nebeneinander, ne? Wäre schön, wenn die aneinander docken würden. Das tun sie aber nicht. Schön, wie es so dran geht, aber das ist nicht das, was ich haben wollte. Was ist denn die 5? 5 ist ein Basement in Großform.
kriege ich das denn da schön dran? Ah ja, doch, hier geht's so. Okay, dann versuchen wir das mal hier dran zu kriegen, aber das sieht auch nicht so aus, als ob das gut geht. Okay. Warte mal, Achse drehen wir X oder? Ja, so geht's komischerweise, aber dann dreht er da wieder hin. Ich sehe schon, der ist da auch falsch angebaut. Ja, so ist verkehrt, ne? So, wie war denn Achse drehen? Das war doch X. Ja. Ist immer noch, aber es tut's da nicht, ne? Und dann kann ich es nicht ansetzen, oder was? Was soll der Blödsinn denn dann? Ja, da geht's. War vielleicht falsch rum, das könnte natürlich sein, ne? Nee. Okay. Nochmal drauf gehen. Jetzt wird's ernst hier, oder was? Ist das da im Weg? Das kann natürlich sein, ne? Dass das gerade im Weg war. Und das ist genauso gewesen. Okay. Dann haben wir es ja jetzt schon besser, ne? Okay, dann machen wir mal auf 1. Wir müssten erstmal mit einer Ecke anfangen, ne? Ist denn die 6 die passende Ecke? Ich glaube, da haben wir eine falsche Ecke, ne? Das ist eine Außenecke. Dann ist die 8 die Innenecke, oder? Schaut so aus. Das sieht so riesengroß aus. Machen wir die 7. Das sieht jetzt auch so doof aus, ne? So geht's. Und dann brauchen wir die 2. Gestaltet sich wieder mal sehr schwierig. Bis das fertig ist, ne? Dauert ewig. Es ist zwar schneller, wie diese kleinen Teile zu bauen, aber es ist trotzdem nicht toll. So, da ist wieder eine Ecke fällig. Und die gestaltet sich schwer, da dran zu machen, ne? Also ist kein Zuckerschlecken, das zu bauen. Ja, und hier hochkommen ist auch so super schwer, ne?
So, dann hätte ich gerne das Einser-Teil. Jetzt hätte er eigentlich von selber auf drauf kommen müssen, dass ich da jetzt so anloggen will. Dass es auch geht, ne? So, das ist jetzt schon ein bisschen wieder complicated, ne? Also die Baufindung ist immer noch schlecht. So, jetzt hat's geklappt, aber der Preis dafür ist echt der Hammer. Okay, da müssen wir da auch wieder Strom anschließen, damit die Tür aufgeht. Ist halt so, ne? Da müssen wir wieder um 180 Grad drehen. Jetzt nimmt er das auch wieder nicht an. Da brauchen wir die Ecke wieder. Jetzt müsste er von alleine da drauf kommen, wie die Ecke hier positioniert werden muss. Ne? Das ist eine Sucherei, die ist nicht schön. So. Und die Ecke muss weg. Das war ein Fenster. Wir haben da eins und da eins. Dann würde ich noch sagen, muss man hier noch eins hinmachen. So. Umdrehen. Nee. Da. Wir können auch da mehrere Fenster machen. So, super, hat geklappt tatsächlich zu. So, und jetzt muss noch ein Deckel drauf, ne? Tja, der ist nicht der passende. 5. Das ist irgendwie auch nicht. Was gibt denn B noch so als Decke her? Interior. All, ne. Energy Utility, nö. Mobility Basics. Prefabs. Ramp, ne? Krieg ich denn oben das Dach zu? Gar nicht. Ist nicht vorgesehen. Raised Floor. Elevated Floor for the ground level of your building. Base Foundation. Und das ist Ramp. For Vehicle and Personal. Siding Panel. Short Inner Wall. Inner Wall. Ja, irgendwie haben sie wohl den Deckel vergessen, ne? Oder was? Basics, Quality, Utility, Fence Corner, Zaunecke. Das ist der Motor, Interieur. Ja. Das ist 4. Was macht 4? 4 wäre jetzt so. Kann man aber nur da machen und da nicht. Da geht's wieder nicht. Hier würde es gehen. Da würde es auch gehen.
Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir das so zu kriegen. Nö, geht nicht so zu. Passt nicht. Gäbe es denn irgendwelche Teile, die da passen würden? So, da müssen wir nochmal gucken. Und dann wird das schon wieder schwierig, ne? Warte mal, Interieur war das. Der könnte passen, ne? Pack den mal dahin. Zwei Eimer. Nee. Ein schräger, der geht schon mal gar nicht. B. Interieur, nee, B war es nicht. Der könnte es sein. Ja, sieht gut aus, oder? So. Dann nochmal die 4, bitte. Tja. Das überhaupt zugeht, ist die nächste Frage, ne? Da geht's nicht hin, weil da was ist? Hä? Falsches Bauteil oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Es erscheint mir gerade etwas complicated. Aber das Dach funktioniert. Kriegen wir irgendwie zu. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir das andere noch zukriegen. Da will er auch nicht hin. Da will er auch funktionieren, ne? So, da ist zu. Aber da oben ist ein Lüftungsschlitz. Naja, ist halt da, ne? Was willst du da machen? Geht halt nicht anders. So. Machen wir mal zu. Alles gut soweit. So. Das hat geklappt. So, dieses Teil muss noch geändert werden. Das ist falsch. Aber wir haben es falsch rum eingesetzt, deswegen. Okay, das konnte natürlich sein. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welches das war. Es war aber nicht die 1. Nee. Dann haben wir das schon weggetan. Warte mal, da ist die Tür. Da sind lauter Fenster. Wir können da auch ein Fenster hinmachen, oder? Dann müssen wir nur... das so machen. Und dann passt's, oder? Dann haben wir Teil Nummer 4. Und das da anbauen. Dann auf die 2 wieder. Können wir denn die 4 auch dahin bauen? Das müsste doch gehen, oder? So. Geht doch.
steht auch. Geht auch. Da geht's aber nicht mehr, oder doch? Mal gucken. Doch, es geht wohl auch. Dann geht's auch da. Fertig. So. Jetzt brauchen wir die zwei noch. So. 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 Da will er nicht hin. Da müssen wir hin. Da ist zu, da geht nix. Da ist dann alles zu, hier geht noch was. Und da hinten muss auch noch mal zu. So, passt. Und jetzt muss die Tür noch aufgehen, ne? Dafür brauchen wir jetzt noch den Motor, den wir weggetan haben, ne? Energy. Fünf. Können wir die irgendwo hinbauen? Nee. Da geht er hin. Und dann müssen wir das mit dem verbinden. Geht das auch? Nein. Warum leuchtet das jetzt so hell und da wird es dunkler? Verstehe ich nicht. Oh, keine Ahnung. Gut, okay. Können wir wieder ändern. Kein Bauteil in der Hand wäre schön, ne? Ja, dann machen wir nochmal B. Und das weg. B weg. 1. Das geht jetzt nicht auf. Automatikfunktion. Müssen wir noch einschalten. Ja, wäre schön, wenn es geht, ne? Disconnect Electricity, Power Off. Ja, verstehe ich jetzt nicht, aber... Was passiert hier oder auch nicht? Schwierig, ne? Ist hier Power nicht an? Und leuchtet da. Wo kommt der Strom überall hin? Das ist die Frage hier irgendwie. Sehr eigenartig, oder?
versteht nicht jeder, ne? Ja, irgendwie kommen wir da jetzt nicht raus, oder was? Komische Tür. Die geht nicht auf. Die schaltet aber automatisch, aber irgendwas passt nicht. Ist zu wenig Strom, oder was? 5 ist es. Jetzt ist on. Jetzt ist das auch verbunden. Power on ist und verbunden. 2 Generatoren. Geht trotzdem nicht auf. Und da ist auch noch so ein Symbol. Verstehe ich nicht. Komisch, komisch, komisch. Ich weiß es nur nicht, wie wir das machen müssen. Ich mach den an, ich mach den Strom. Und die Tür geht trotzdem nicht auf. Manuelle Funktion. Ja, nee, irgendwie ist das kaputt. Keine Ahnung warum. Das würde ich aber jetzt mal sagen, dass wir das in der nächsten Folge dann in Anspruch nehmen sollten, oder? Die Tür geht nun mal gerade nicht auf. Keine Ahnung warum. Gut, dann sage ich mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.